Ja, sehr geehrte Damen und Herren, freut mich heute Abend hier zu sein. Möchte ganz kurz vielleicht doch noch zwei Sachen zu meiner Person sagen. Sie hören es vielleicht. Bin kein gebürtiger Schwabe, bin gebürtiger Hesse und wohne, ja, fühle mich aber hier sehr wohl, und wohne seit über 20 Jahren in Stuttgart mit meiner Familie. Und es wurde ja schon gesagt, ich habe bei einem Automobilhersteller gearbeitet und bin seit Einzug der AfD in den Deutschen Bundestag der verkehrspolitische Sprecher der AfD-Fraktion. Und ja, das ganze Thema, was wir momentan hier haben, was uns Baden-Württemberger beschäftigt, zumindest die Stuttgarter und auch einige andere, ich weiß gar nicht, ob es hier so ein großes Thema ist, das ist das ganze Thema mit den Fahrverboten und den Luftschadstoffen. Und da gibt es ja, gab es ja heute auch eine Pressekonferenz. Und dazu würde ich heute ganz gerne ein paar Sachen sagen, die Sie vielleicht noch nicht kennen. Diese ganze Diskussion um die Fahrverbote, die fängt ja damit an, dass gesagt wird, unsere Luft in unseren Städten ist so schlecht, dass wir aus Gesundheitsschutz für die Bürger hier drastische Fahrverbote verhängen müssen, damit diese Luftschadstoffwerte runtergehen. Die Europäische Union hat vor ungefähr 20 Jahren ein Gesetz erlassen und einen Grenzwert festgelegt. Der liegt bei 40 Mikrogramm für Stickoxide auf den Kubikmeter Luft. Und seit ungefähr 20 Jahren werden auch diese Luftschadstoffwerte gemessen. Und die Werte waren schon immer über diesen 40 Mikrogramm an den Messstellen. Das heißt, unsere Regierung weiß eigentlich seit 20 Jahren, dass die Luftschadstoffwerte über den Grenzwerten sind. Und seit einigen Jahren gibt es auch eine verbindliche Vorgabe, wenn diese Werte überschritten werden, die gemessen werden, dann sind Fahrverbote zu verhängen. Und ich habe mich vor 2, 3 Jahren bei meinen Kollegen, habe ich gesagt, wie macht ihr das eigentlich, wenn die Fahrverbote kommen? Was macht ihr dann? Da haben ja alle gesagt, das trauen die sich nie. Kein Witz, da haben ja alle meine Kollegen beim Daimler gesagt, das trauen die sich nie. Es war auch für alle meine Bekannten und Freunde in Stuttgart völlig unvorstellbar, dass wir eines Tages in unserem Land die Situation haben, dass wegen einem fiktiven Luftgrenzwert auf einmal Fahrzeuge von den Befahren von Städten ausgeschlossen werden. Das Interessante dabei ist aber, dass das, wie gesagt, seit vielen Jahren vorhersehbar war. Und ich weiß nicht, ob Sie das wussten. Das heißt, wer sich heute hinstellt als Politiker, Bundespolitiker, Landespolitiker, und so tut, wie zum Beispiel unser CSU-Verkehrsminister, so tut, als hätte ihn die Situation völlig überrascht. Der lügt sie an. Weil er weiß nämlich schon seit vielen Jahren, dass es zwangsläufig zu Fahrverboten kommen muss. Und das ist, wie gesagt, ein entscheidender Punkt. Wir sind hier nicht von einer politischen Entwicklung überrascht worden oder von einer naturwissenschaftlichen Entwicklung überrascht worden, dass unsere Luft auf einmal so schlecht ist. Nein, wir haben einen politischen Fehler. Und dieser politische Fehler wurde von den etablierten Parteien gemacht, weil man ignoriert hat, dass man die Messwerte niemals unterschreiten wird, wenn man die Fahrzeuge und die Abgasvorschriften nicht ändert. Warum ist das so wichtig? In den USA gibt es auch bereits seit ungefähr 15 Jahren Vorschriften für Abgase von Fahrzeugen. Und die USA haben sich auch Gedanken gemacht, wie diese Luftschadstoffwerte in den Städten zu terminieren sind und was man da für Grenzwerte annehmen soll. Und die Amerikaner haben erstens nicht 40 Mikrogramm festgelegt als gesundheitsschädigend. Die Amerikaner haben 100 Mikrogramm festgelegt. Und sie sagen explizit, unterhalb von 100 Mikrogramm Stickoxid auf den Kubikmeter Luft ist selbst für Kranke, selbst für geschädigte Personen bei dauerhafter Exposition, das heißt also, wenn sie dauerhaft diesen Wert haben, überhaupt keine gesundheitliche Gefährdung erkennbar. Und das ist auch plausibel, weil auch in Deutschland haben wir eine maximale Arbeitsplatzkonzentration. Das wissen Sie wahrscheinlich schon. Diese maximale Arbeitsplatzkonzentration bedeutet, wenn Sie in einem Betrieb beschäftigt sind, wo industrielle Prozesse laufen, dann haben Sie einen Grenzwert. Und den Grenzwert, den müssen Sie Ihr ganzes Arbeitsleben, 8 Stunden am Tag, 5 Tage die Woche, aushalten können, ohne dass es irgendwelche gesundheitlichen Beeinträchtigungen gibt. Das heißt, das ist ganz schön viel. Da sind Sie nicht so oft an der Kreuzung, wie Sie an Ihrem Arbeitsplatz sind. Und wissen Sie, dieser Grenzwert, den wir hier in Deutschland als unbedenklich ansehen,
der liegt bei 950 Mikrogramm Stickoxid auf einen Kubikmeter Luft. Und wenn Sie diese drei Beziehungen sehen, erstens, andere Länder machen was völlig anderes, zweitens, wir selber machen da, wo es wirklich wichtig ist, wo nämlich die Berufsgenossenschaften einschreiten würden, wenn es ein Problem gibt, da machen wir vernünftige Regelungen. Und nur da, wo grüne Ideologen und Umweltämtern sich durchgesetzt haben, da machen wir eine Regelung, die dazu führt, dass sie irgendwelche drastischen Einsparmaßnahmen oder Einschränkmaßnahmen machen müssen. Das sind genau diese Fahrverbote. Das heißt also, die Amerikaner haben vor 15 Jahren die Abgasvorschriften geändert auf ungefähr die gleichen Abgasnormen, wie wir sie jetzt hier in Deutschland in diesem Sommer eingeführt haben. Und in Amerika verkaufen unsere deutschen Autohersteller übrigens Autos seit 15 Jahren. Die haben die eingehalten. Und das ist das Irre an dieser ganzen Diskussion. Hätte unsere Politik den Autoherstellern in Deutschland oder in Europa vor 15 Jahren gesagt, ihr müsst diese Abgasvorschriften erfüllen, damit wir die Luftschadstoffe erreichen, dann hätte man das gemacht. Dann gäbe es jetzt gar keine Diskussion um Fahrverbote. Jetzt gibt es aber den spannenden Punkt, wenn Sie einen Fehler gemacht haben in der Politik, dann müssen Sie die Aufmerksamkeit von dem eigenen Fehler ablenken. Das heißt also, es ist ein ganz bewusstes Versäumnis. Man hat sie auf die Klippe laufen lassen, man hat seit Jahren gewusst, dass es dieses Problem gibt. Man hat es ihnen nicht gesagt. Man hat es einfach laufen lassen. Und wahrscheinlich hat man nur gedacht, einmal noch wiedergewählt werden, da gibt es vielleicht kein Problem mehr, dann werde ich nochmal wiedergewählt. Lange Rede, kurzer Sinn. Man hat dieses Thema verschleppt. Und wir haben jetzt die irre Situation, dass Millionen von Autofahrern auf einmal sich fragen, was machen Sie jetzt? Wie kommen Sie zur Arbeit? Und jetzt hat die Politik einen tollen, cleveren Trick. Die hat gesagt, schuld sind die Autohersteller. Die Autohersteller müssen die Fahrzeuge nachrüsten, weil die Fahrzeuge entsprechen nicht mehr den aktuellen Normen. Ja, völlig richtig. Das ist ja klar. Und die haben auch alle betrogen. Was mit den Betrogen? Das ist interessant. Da gab es sogar einen Untersuchungsausschuss im Bundestag zu. Und da wurde explizit festgehalten, dass es ausschließlich ein Betrugsvergehen von einem Hersteller in Niedersachsen gab und keinen einzigen anderen Betrugsfall dokumentiert haben. Das heißt, wenn Sie einen Mercedes, einen BMW oder einen Opel fahren, dann haben Sie mit dem Thema Betrug mal gar nichts am Hut. Das sage nicht ich, das sagt der Untersuchungsausschuss zu diesem Thema im Deutschen Bundestag. Und trotzdem wird dieses Thema genommen, um es zu verquicken. Und jetzt kommen wir zum spannenden Punkt. Sie haben es also geschafft, die Autohersteller irgendwie in diese schuldige Ecke zu treiben. Und jetzt sagen sie, und jetzt müsst ihr eure Fahrzeuge nachrüsten, weil ihr habt ja alle betrogen. Jetzt geht man hin und sagt den Autoherstellern, ihr müsst die aktuellen Abgasnormen erfüllen, sonst müssen wir die Autos stilllegen. Das ist gut. Das ist echt gut. Das ist ungefähr vergleichbar mit dem Architekten, mit dem sie zusammen ein Haus gebaut haben. Und nach 5 Jahren stellen sie fest, ich habe gar kein Klo im Erdgeschoss. Und dann gehen sie zu dem Architekten hin und sagen, wir haben doch einen Vertrag abgeschlossen. Wir haben gar kein Klo im Erdgeschoss geplant. Dann sagt der Architekt, richtig, Sie wollten das nicht. Dann sagen Sie, das möchte ich aber jetzt haben und das auf deine Kosten. Das ist ungefähr die Situation, die wir haben, wenn Sie oder die Politik heute hingeht und sagt, die Autohersteller sind schuld. Die Autohersteller haben die Autos völlig korrekt zu dem Zeitpunkt, wo die Zulassungsregeln galten, völlig korrekt zugelassen. Und deshalb ist es für mich persönlich verwunderlich, dass es dort keinen Riesenaufschrei gibt. Und da muss ich sagen, ja, da verstehe ich auch einiges nicht. Interessant ist, dass alle ausländischen Autohersteller von vornherein jede Diskussion mit der Bundesregierung abgelehnt haben, weil genau das der Fall ist. Die Bundesregierung stellt sich aber hin und tut so, als seien die Autohersteller hier die Schuldigen und müssten ihre Autos nachrüsten. Das muss sie deshalb tun, weil sonst müsste sie nämlich Farbe bekennen und wir möchten eine Diskussion, wie es zu diesen schwachsinnigen Umweltgrenzwerten kam und wie die Politik jahrelang das versäumt hat, die Abgasvorschriften anzupassen. Und deshalb haben wir jetzt den Schuldigen, das sind die Autohersteller. Und jetzt kommen wir zu dem Thema Nachrüstung. Da war ja die Forderung von den Grünen im Raum, jedes Auto soll nachgerüstet werden. Ja, jedes Auto soll nachgerüstet werden.
Wir hatten dazu auch eine öffentliche Anhörung im Bundestag und da kam raus, das geht gar nicht. Das haben alle Experten bestätigt. Es gibt, selbst wenn diese Autos nachgerüstet werden, gar keine Zertifizierung für diese nachgerüsteten Autos. Die werden gar nicht anders klassifiziert als vorher. Und dann gibt es vom ADAC so Tests, da haben die so aus dem Baumarkt sich so ein paar Sachen besorgt, haben das zusammengebaut und sind da 10.000 Kilometer mitgefahren, haben gesagt, oh, tut. Autos werden jahrelang Millionen von Kilometern getestet, ob diese Teile funktionieren und ob diese Teile halten. Und dann übernimmt der Hersteller die Haftung, dass alles funktioniert. Bei diesen, ich sage jetzt mal Baumarktlösungen, ist das natürlich nicht der Fall. Und deshalb haben wir jetzt die spannende Diskussion, wer haftet im Garantiefall? Das haben wir auch heute gerade wieder gehört. Niemand. Niemand haftet im Garantiefall. Das heißt, wenn Sie eine dieser Nachrüstlösungen einbauen, können Sie es machen. Was da mit dem Auto passiert, weiß kein Mensch. Haftet auch niemand mehr für. Wenn der Motor kaputt geht, Ihr Problem. Da redet aber keiner der Politiker drüber, der heute Nachrüstung fordert. Das hat man uns im Bundestag ganz klipp und klar gesagt. Das haben die Experten gesagt. Das Zweite ist, viel spannender, Sie können mit demokratischer Mehrheit alles beschließen. Können alles beschließen. Aber ob es dann passiert, das ist was völlig anderes. Weil Sie können heute beschließen, die Autohersteller müssen nachrüsten und die Nachrüstungen müssen bis Januar abgeschlossen sein. Okay. Blöd ist, es gibt keine Fabriken. Die Teile liegen nicht im Lager. Und ich bin jetzt mal ganz frech und sage, es gibt wahrscheinlich noch nicht mal die Grundstücke für die Hallen, wo hinterher die Fabriken drauf entstehen. Nichts gibt es. Es gibt keine Millionen Bausätze. Das heißt, es ist völlig ausgeschlossen, egal was irgendwelche Politiker hier erzählen, dass jeder, der sein Auto nachgerüstet haben will, das auch nachgerüstet kriegt. Das geht nicht. Das ist ein Lügenmärchen. Und genau das sagen wir seit einigen Monaten. Und wenn Sie genau hinhören, hat es der Verkehrsminister heute bestätigt. Er hat nämlich gesagt, es kann da zu Wartezeiten kommen. Ja? Er hat nicht genau gesagt, wie lang die sind. Ja, die sind auch unterschiedlich. Einige kommen schneller dran. Einige kommen vielleicht erst in 2 Jahren dran. Das heißt, wir haben eine tolle Diskussion. Wir haben mit großem Tamtam etwas beschlossen, das überhaupt gar nicht funktioniert. Das heißt, wir haben hier eine Politik, ich möchte es mal sagen, die ist mittlerweile sowas von lächerlich und absurd, dass es eigentlich wirklich nicht mehr wert ist, mit dieser Politik sich ernsthaft auseinanderzusetzen. Es sei denn, man möchte dieses Satire-Schauspiel weitermachen. Und wir haben von Anfang an gesagt, wir sind gegen diese Nachrüstlösung, weil sie nicht geht. Jetzt kommen wir weiter. Nehmen wir an, es gäbe diese Teile. Wo sind denn die Millionen Werkstätten, die diese Teile einbauen können? Auch das gibt es nicht. Das heißt, das Ganze ist ein Märchen. Weder die Teile noch die Werkstätten noch die Funktion ist sichergestellt und wir haben diese Fahrverbote. Unsere Sache, unsere Forderung ist ganz klar. Wir zweifeln die Rechtmäßigkeit der Fahrverbote an. Das machen wir ganz einfach mit der Begründung. Wir sagen, wir gucken uns mal die Messstationen an. Es kann nicht sein, dass wir in Deutschland viel höhere Werte messen als in anderen Teilen Europas. Und ich habe mir an allen neuralgischen Punkten in Deutschland die Messstationen angeguckt. Und ich habe mir die EU-Richtlinie angeguckt dazu. Ja, und dann kommt man zu dem Punkt, in der EU-Richtlinie steht drin, die Station muss vom Straßenrand wegstehen, bis zu 12 Meter, muss einen freien Luftraum haben, damit es Luftaustausch gibt. Und dann gucke ich mir das an, wie das in Stuttgart und Hamburg ist. Ja, einige wissen schon, ja, können Sie vergessen, Luftaustausch ist nicht gewährleistet. Die Stationen sind bewusst so aufgestellt. Die sind bewusst so aufgestellt, dass sie Worst Case oder ganz hohe Luftschadstoffkonzentrationen messen. Und das wäre die einfachste Möglichkeit für die Bundesregierung hinzugehen und zu sagen, ich mache neue Messstationen und die stelle ich so auf, dass die Messungen hinterher dem EU-Standard entsprechen. Und dann hätten wir, das prophezeie ich Ihnen, hätten wir wahrscheinlich überhaupt gar keine Diskussion. Warum sage ich das alles? Ich möchte Ihnen klar machen, es gibt eine einfache Lösung. Und das Ganze ist einfach nur politisch gewollt. Die Fahrverbote dienen nicht zur Verbesserung Ihrer Gesundheit. Nein, es dient zu Ihrer Gängelung. Es gibt Leute, die wollen, dass sie sich daran gewöhnen, dass sie auf ihr Auto verzichten. Und das ist der erste Baustein dazu. Wir werden als AfD selbstverständlich
dagegen juristisch vorgehen. Ich kann Ihnen jetzt nicht genau sagen, wie wir das im Detail machen, da sind wir noch am Diskutieren, aber wir lassen Sie nicht allein. Sie können sich darauf verlassen, wir gehen den juristischen Weg. Wir werden selbstverständlich nicht müde, den Politikern, die hier diese ganze Sache verantwortet haben, permanent auf die Finger zu gucken, ob die Lösungen, die Sie vorschlagen, in Ihrem Interesse sind oder nicht. Und ich kann Ihnen eins versichern, dadurch, dass man den schwarzen Peter auf die Autoindustrie schiebt, ist überhaupt nichts gelöst. Das Ganze ist, ich muss es leider sagen, es ist nicht das ganze Ende der Geschichte. Es ist nur das Vorspiel. Die eigentliche Dramatik, die auf uns zukommt, das ist die neue Abgasgesetzgebung der Europäischen Union. Und die wird übrigens morgen im Europaparlament beschlossen. Im Bundestag ist das Ding schon durch. Die neue Abgasgesetzgebung der Europäischen Union sagt grob vereinfacht, dass Autos, die mehr als 4 Liter Benzin, Diesel, so ein Misch, also bei Diesel ist es ein bisschen weniger, bei Benzin ist es ein bisschen mehr, um die 4 Liter verbrauchen, werden mit einer Strafsteuer belegt. Die Strafsteuer ist direkt von dem Autohersteller an die EU zu zahlen. Also es ist keine Steuer, es ist eine Abgabe. Wie hoch ist die? Und wie wird das gemessen? Also, erstens, seit diesem Sommer gibt es die Vorschrift, ein neues Testverfahren zu machen. Der Verbrauch soll realer gemessen werden. Das ist ja vernünftig. Jetzt frage ich Sie mal, wer von Ihnen fährt ein Auto, das im Realverbrauch 4 Liter verbraucht? Können Sie gerne mal die Hand heben. Ja? Oh, sind gar nicht. Ja. Okay, da kommen wir fast hin. Ja. Gemeint ist aber der Verbrauch pro 100 Kilometer. Und da gibt es auch keine Tricks. Da kann ich nicht mit Abgasemissionen tricksen. Wenn Sie ein Auto haben, das unter 4 Liter verbraucht, super. Das müssen Sie sich merken. Wenn Sie eins haben, das das nicht tut, dann wird es nicht spannend. Es gibt da zum Beispiel, Opel hat das veröffentlicht, für den Opel Astra mit 100 PS, also kein hochmotorisiertes Auto, wird zum Beispiel ein Verbrauch angegeben zwischen 7 und 8 Liter. Das sind so um die 200 Gramm auf 100 Kilometer, ein bisschen über 8 Liter in einigen Versionen. Das sind wir um die 200 Gramm CO2 auf 100 Kilometer, auf 1 Kilometer. Und damit wird jetzt eine interessante Zahl errechnet. Das sind ungefähr, die Strafsteuer beträgt 95 Euro pro Gramm pro Kilometer. Für diesen Opel Astra muss die Firma Opel ungefähr 10.000 Euro an die Europäische Union als Strafe zahlen. Das können Sie sich nicht vorstellen. Das kann sich keiner von Ihnen vorstellen. Ich sage das schon seit Jahren. Wissen Sie, was die Antwort meiner Kollegen bei Daimler immer war? Das trauen die sich nie. Das machen die nie. Damit kommen die nie durch. Das gibt ja einen Aufstand. Habe ich irgendwie schon mal gehört. Ne? Das heißt, wir haben eine interessante Parallele. Keiner von Ihnen kann sich das vorstellen, dass Kompaktwagen bis zu 10.000 Euro teurer werden. Ab 2040? Nein. Ab 2021 werden Kompaktwagen um die 10.000 Euro teurer. Kompaktwagen. Weil wenn Sie nämlich einen Geländewagen fahren, der so um die 300 Gramm Schadstoff- oder CO2-Ausstoß auf dem Kilometer hat, das ist übrigens ganz normal für so einen 3,5 Liter Geländewagen, dann sind es über 20.000 Euro. Das heißt, das Fahren von Fahrzeugen wird praktisch, von neuen Fahrzeugen, wird praktisch unbezahlbar. Da haben wir dazu, interessant, eine öffentliche Anhörung gehabt. Wir haben ja viele öffentliche Anhörungen beantragt im Bundestag. Und da stellt sich ein Vertreter der IG Metall hin und sagt es mal klipp und klar. Die IG Metall hat im Bundestag ganz klar gesagt, diese Gesetzgebung führt dazu, dass das Produzieren von Fahrzeugen in Europa oberhalb der Golfklasse, also das, was die deutsche Autoindustrie macht im Wesentlichen, nicht mehr wirtschaftlich ist. Und es wird zu Hunderttausenden Verlusten an Arbeitsplätzen führen. Warum? Ist doch ganz klar. Sie bauen in Europa doch kein Auto, das Sie in Europa nicht mehr verkaufen können, weil es keiner mehr kauft. Das Auto bauen Sie da, wo Sie es verkaufen können. Da wäre ich ja bescheuert als Autohersteller, wenn ich das Auto in Europa baue und praktisch alle Autos in China oder USA verkaufen muss. Das ist eins. Das zweite ist, es wird dazu führen, dass natürlich eine neue Technik kommt,
die ohne Subventionen keine Chance hätte. Jetzt, wir haben uns damals immer unterhalten, Dieter, ne? Das Thema Elektromobilität wird sich wirtschaftlich am Markt mittelfristig nicht durchsetzen. Wenn Sie natürlich für Ihr Auto 20.000 Euro Aufpreis zahlen, dann denken Sie völlig anders über Elektrofahrzeuge. Ja? Und aus diesem Grund wird natürlich die Elektromobilität gepusht werden. Auch das ist ganz klar Politik. Das heißt, wir werden die faszinierende Situation haben, die Autos, die Elektroautos werden nicht billiger. Die werden ungefähr genauso teuer sein, ja, vergleichbar. Das heißt aber, Elektrofahrzeuge, Elektromobilität ist ganz gezielt durch diese extreme Preispolitik bei Verbrennungsmotoren, werden Elektrofahrzeuge massiv gepusht und werden sich auch zum Teil durchsetzen. Und die werden dann auch produziert werden. Jetzt muss man nur wissen, dass man, wenn man einen Elektromotor und einen Verbrennungsmotor vergleicht, dann ist am Elektroauto sehr viel weniger dran, was hier in Baden-Württemberg produziert wird und hergestellt wird. Damit Sie mal so eine Dimension haben, es gibt so Schätzungen, dass man so 5-10% der Arbeitsplätze im Motorenbau erhält. Das liegt daran, dass die Komplexität von Elektromotoren viel einfacher ist. Die lassen sich hochgradig automatisieren, da brauchen Sie niemanden. Gleichzeitig haben Sie dann nur noch den Materialeinsatz und ein paar Maschinen, aber Sie haben diesen Personaleinsatz nicht mehr. Und das zweite ist die Batterie. Die Elektroautos, werthaltige Komponente der Elektroautos ist die Batterie. Und die Hauptkomponente der Batterie, da redet immer keiner drüber, ist die Zelle. Und die Zelle wird hochautomatisiert gefertigt. Die wird heute in Asien gefertigt und ich prophezei, die wird in großen Stückzahlen auch zukünftig in Asien gefertigt, weil das ist nämlich extrem energieintensiv und eine Umweltsauerei. Das können Sie unter europäischen Auflagen praktisch nicht wirtschaftlich machen. Deshalb ist das ganze Geschwätz von Herrn Altmaier, er sucht einen Batteriehersteller. Warum haben denn alle abgewunken? Weil es nicht geht. Weil es genau wie die Solarzellen eine Idee ist, dass ich eine sozialistische Idee, ich möchte gerne Batteriezellen herstellen in Europa, funktioniert nicht. Ich kann es nicht, ich will das jetzt nicht schönreden, dass es im Ausland Energie unendlich billig ist und dass die Umweltauflagen nicht so hoch sind, will ich nicht schönreden, aber ich kann keine konkurrenzfähige Fertigung hier erreichen. Das heißt, ungefähr zukünftig 30% der Wertschöpfung eines Autos, die heute hier stattfinden, gehen. Und das ist leider eine Horrornachricht, weil Wertschöpfung ist eine andere Umschreibung für Arbeitsplätze. Sie können davon ausgehen, dass mit Einführung der Elektromobilität ab 2021 in Europa, in der Autoindustrie, und das betrifft unsere Region, unendlich viele kleine Firmen schließen müssen. Das werden gar nicht die großen Autohersteller sein. Das werden die metallverarbeitenden Betriebe sein, die das noch gar nicht wissen. Die kriegen einfach ihren Anschlussauftrag nicht. Die Autohersteller werden sich ab 2019, 2020 dazu entscheiden, in diesem Markt, den wir dann sehen werden, einfach nicht mehr neu zu beauftragen. Das heißt, viele mittelständische Firmen werden noch vor der nächsten Bundestagswahl eine kleine Überraschung erleben. Und das ist dann genau der Punkt, ich bedauere es für unser Land, wir hatten das eben schon mal, ich bedauere das für unser Land, für unsere Partei, wird das ein entscheidender Punkt sein. Wir werden zum ersten Mal erleben, dass grün-ideologische Politik ihre persönliche Existenz direkt bedrohen wird. Und ich muss leider sagen, ich bin schockiert darüber, dass wir in Baden-Württemberg immer noch Freunde und Bekannte, die die Grünen wählen, mit einem Augenzwinkern versehen. Diese Leute ziehen uns die Existenzgrundlage weg. Das muss ganz klar sein. Es geht hier nicht um Petitessen. Es geht nicht um saubere Luft. Es geht darum, ob Sie in den 2020er Jahren ein Sozialhilfefall werden oder ob Sie Ihr Geld noch selber verdienen können. Ich muss das leider genauso hart sagen. Wenn Sie die Papiere der EU lesen, da steht das alles drin. Und das, was ich Ihnen gerade erzählt habe, steht da drin. Ja, sogar in Deutsch ist übersetzt. Braucht man gar nicht irgendwie übersetzen. Steht drin. Hunderttausende Arbeitsplätze in der Autoindustrie werden entfallen. Und dann steht weiter drin, und das ist gut so. Sozialpartner sollen alternative Beschäftigungsmodelle für sie entwickeln und das Ganze führt zu mehr Gerechtigkeit in der Europäischen Union. Lesen Sie sich das mal durch. Werde ich auf meine Homepage stellen, ja, steht da alles drin.
Das heißt im Klartext, wir laufen sehendes Auges in eine Massenarbeitslosigkeit in Deutschland und damit lösen wir auch unseren Exportüberschussproblem. Ja, also Sie merken, das ist schon alles durchdacht. Ja, das ist alles hoch durchdacht. Und das wirklich Schlimme dabei ist, dass die angeblich bürgerlichen Parteien, CDU und FDP, denen habe ich das erklärt. Da habe ich erwartet, dass die Augen aufreißen. Hier, unser parlamentarischer Staatssekretär Bilger, ja, ist ein hoher Mann im Verkehrsministerium. Dem habe ich im Vier-Augen-Gespräch genau diese Dinge so erklärt. Der hat mich angelächelt und hat gesagt, wird schon. Ja, genau, das ist diese Politik, die uns bei den Fahrverboten auch schon an diese Klippe geführt hat. Wie gesagt, es gibt ganz klare Studien, dass das kein Fehler ist oder kein Versehen ist, sondern dass zumindest die grünen linken Parteien haben das ganz klare Ziel, das Automobil als Verkehrsmittel praktisch zu eliminieren. Da gibt es auch eine schöne Formulierung zu. Das muss ich jetzt mal kurz nachgucken, weil das ist so intelligent formuliert, dass man das eigentlich gar nicht so vermutet. Da steht drin, unter die Einbeziehung des Automobils als Autobaustein in intermodalen logistischen Handlungs- und Transportketten ist voranzutreiben. Das heißt im Klartext, das ist eine verschwurbelte Beschreibung, das persönliche oder privat genutzte Automobil ist abzuschaffen. Das heißt, wir verfolgen hier einen langen Plan. Und am Ende dieses langen Planes steht die Abschaffung des Automobils und vorher die Eliminierung der Autoindustrie. Das ist keine Vision von mir. Das können Sie alles nachlesen in den Papieren der EU. Das können Sie sogar nachlesen im Parteiprogramm der Grünen. Und das Schlimme ist, es tut niemand was dagegen. Wir können sich auf eins verlassen. Sollten wir die Mehrheitsverhältnisse in diesem Land kippen, und ich bin feste Überzeugung, dass uns das eines Tages gelingen wird, wir werden Gegenmaßnahmen einleiten. Es ist überhaupt gar kein Problem. Das Ganze hat auch nichts mit Umweltschutz zu tun. Das ist dann mein letztes Argument. Weil durch diese Elektromobilisierung im deutschen Straßenverkehr werden Sie überhaupt gar kein CO2 einsparen. Wir erzeugen den Strom in Deutschland mit zum Teil Kohlekraftwerken. Und das wird auf absehbare Zeit so bleiben. Das heißt, der CO2-Ausstoß, den ein Tesla erzeugt, der CO2-Ausstoß, den ein Tesla erzeugt im Jahr 2025, der entspricht dem CO2-Ausstoß, den eine E-Klasse ebenfalls erzeugen wird mit Dieselmotor. Das heißt, Sie tun das Ganze, was ich hier gerade gesagt habe, for nothing. Sie helfen nicht der Umwelt. Das Einzige ist, Sie ruinieren dieses Land. Und genau das musste ich leider vor einigen Jahren erkennen. Und ich musste leider auch die Fahrlässigkeit erkennen, mit der andere Politiker und auch viele Teile unserer Gesellschaft diesem, sage ich doch mal, Schicksalsmoment entgegengehen, ohne irgendeine Aktion. Alles, was ich Ihnen heute Abend erzählt habe, können Sie entweder bei mir auf der Homepage oder auch bei verschiedenen anderen Studien nachlesen. Das sind keine Neuigkeiten und wenn Sie Nachfragen haben, gehe ich selbstverständlich darauf ein. Es tut mir leid, dass ich Ihnen keine besseren Nachrichten geben kann, aber Sie können sich auf eins verlassen. Bisher gab es niemanden, der Ihr Anwalt war in dieser Hinsicht. Wir werden das sein. Wir übernehmen die Aufgabe der Opposition in diesem Land und wir werden gegen diesen Irrsinn vorgehen und selbstverständlich werden wir nicht aufhören, bevor wir mit unserer Politik auch auf europäischer Ebene in dieser Hinsicht erfolgreich waren. Wir lassen dieses Land nicht einfach untergehen. Also, ich bedanke mich. Ja, jetzt, das war ein sehr spannender Vortrag von unserem Verkehrsexperten in allen Gebieten. Natürlich, Sie haben es ja gesehen, in der Expertise zu Hause. Und